Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior Mod. In der letzten Folge haben wir wieder eine Challenge gemacht, nämlich die The Black Hole Challenge. Und diesmal kommt dann halt wieder ein normaler One. Wir machen wieder Random, so wie immer. Und kriegen erstmal Noah, kennen wir noch nicht, aber er hat BFFs oder BBF und sieht witzig aus. Ach Noah, doch, den haben wir schon mal gespielt, oder? Ich glaube, den haben wir schon gespielt. Hat Splash Damage, hat einen Pilz, mit dem wir schneller schießen können. Und BFF, das heißt, alle Begleiter, die wir haben, werden größer und dazu noch die Flut. Ich nenne sie jetzt mal Flut, weil Noah von der Arche Noah, kennt ihr. Bei Noah weiß ich wenigstens auch mal, wer es ist. Wusste ich bei den anderen zwar auch, aber erst im Nachhinein. Aua, oh, okay, dann wären wir schon mal fast gestorben. Das ist ja auch nicht schlecht. Und das Schlechte an Noah ist, dass man halt richtig nah rangehen muss an die Gegner, damit man überhaupt Schaden macht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Range-Ups benötigen und ja, Range-Ups benötigen. Wir brauchen Range-Ups. Am besten Range-Ups. Ja, gut, hallo. Ja, und unser Ziel ist halt wieder erstmal zu überleben. Und unser zweites Ziel ist es, diese Kisten hier zu öffnen. Oh Gott. Aber wir sind recht schnell, das finde ich gerade ganz gut. Unser zweites Ziel ist natürlich der Godhead. Der Godhead immer noch. Deswegen werde ich hier auch ein bisschen schneller durchlaufen und dann in der Hoffnung, dass ich stark genug bin erstens und weit genug schießen kann bei dem Bosswash. Weil, mir wurde gesagt, beim Bosswash kann man 3 bis 4 verschiedene Items bekommen, weil die wohl auch mit der Zeit irgendwie Items verlieren. Und dann wäre die Chance da ja hoch, gute Items zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar Godhead dabei sein kann. Das weiß man bei der Mod ja jetzt hier irgendwie nicht. Weil irgendwie kann ja hier auch... Oh Gott. Die ganzen Items, die man eigentlich nur im Angel-Raum bekommt, auch so bekommen. Das holen wir uns erstmal mit hier. Die blaue Fliege wäre ganz cool, weil wir BFF haben. Okay, wir brauchen Geld. Wo kriegen wir jetzt Geld her? Auf die Schnelle. Noah, wo kriegen wir jetzt Geld her? Oh, wo sterben wir jetzt erstmal nicht? Oh Gott, ich will gar nicht mehr hier weitergehen. Nein, wir haben noch ein halbes Leben. Was machen wir denn jetzt? Ja genau, bringt euch einfach mal selber um. Das ist eine sehr gute Idee. Ah shit, ich setze eine Bombe. Dies ist mir so ziemlich zu riskant. So. Das Blöde ist, wir müssen halt so richtig nah an die rangehen. Wie mache ich denn das jetzt? Eigentlich bräuchte ich das Geld, um in den Shop zu kommen. Wie auch grinst. Wieso grinst du so, Noah? Weil du weißt, dass du gleich tot bist? Bist du da endlich glücklich? Und wieso tötest du alle Tiere? Du solltest doch alle Tiere paaren. So ein Arschloch. Oh Gott. Ist das schlimm hier. Ich stirb gefälligst. Oh. Das ist blöd mit nur einem Leben hier. Oh, danke. Explodiert er noch? Ich hoffe nicht. Gut. Okay, wir haben nur noch ein halbes Leben. Ich hoffe, hier war ein Leben drin. Da ist tatsächlich ein Leben. Ah, die war schlecht platziert. Oh, stimmt, wir kriegen alles doppelt. Oh, das ist nice. Okay, warte. Da wir alles doppelt bekommen, kaufen wir uns auch noch die Bombe und sprengen jetzt nochmal beides in die Luft. In der Hoffnung. Okay, schade. Ja gut, aber wir haben wieder 1,5 Leben. Das ist ja schon mal in Ordnung. Dann sterben wir wenigstens nicht beim nächsten Hit, sondern erst beim zweiten Hit. Wenn da irgendwo eine Superversion bei ist. Und sonst erst beim dritten. Boah, ich mag Noah jetzt schon nicht mehr. Oh Mann, jetzt haben wir auch keine Bombe. Aber da war noch eine Bombe im Shop, glaube ich, oder? Dann würde ich mir die gleich nochmal kaufen. Ist ja denn, wir kriegen hier noch irgendwo anders eine Bombe her? Dann natürlich nicht. Da ist auch noch eine Kiste. Ah, da würde ich auch gern ran. Dann brauchen wir 2 Bomben. Wo kriegen wir denn jetzt 2 Bomben her? Ich weiß nicht. Ah, hier ist nicht mal eine Bombe. Wow, okay, cool. Cool, cool. Wir könnten natürlich in den Stachelraum gehen, aber dann hätten wir noch ein Leben. Wäre auch nicht so ganz geil. Ich hätte gerne eine Bombe. Oh. Oh, okay. Sacrificial Dagger ist ganz cool. Ich nehme das mal mit. Wie geil das aussieht. Voll der Rockstar. So, okay, jetzt haben wir stärkere Tränen auf jeden Fall. Stärkere Tränen, die Gegner Angst einflößen. Und das ist schon ganz geil. Vor allem, wenn die dann anhalten. Ah doch, das hat was. Stärker sein, die halten an, wenn sie uns eigentlich treffen würden. Ach doch, das ist gut. Sonst wären wir jetzt hier wahrscheinlich schon gestorben. So, sogar noch ein Herz. Finde ich auch nicht schlecht. Und Mom's Purse. So, so. Gut, wir kommen nicht in den Stachelraum rein. Wir haben nämlich keine Bomben. Wir können den
die goldene Truhe hier nicht aufmachen, wir können das, den blauen Stein nicht aufmachen. Das heißt, wir können gar nichts machen, außer in die nächste Ebene zu gehen. Ist ein bisschen schade, aber okay. Und Keller, oh Gott, ich hoffe, wie groß der Keller auch einfach ist. Ich hoffe, wir kriegen einfach nicht... komm her. Stimmt, wir könnten die Gegner auch eigentlich besiegen mit unserem Wasser, oder? Das macht doch auch Schaden. Und hoffentlich kriegen wir nicht den King Buu. Buhu. Buhu. Buhu? Buhu? Heißt der Buhu? Ich glaube schon. So. Wasser gegen Blut. Blut ist dicker als Wasser. Oder so. Das heißt, wir gewinnen, weil wir haben das Wasser. So, die verrückte Katzenlady. Verrückte Katzenlady. Ich kaufe mir erstmal das Herzchen. Verrückte Katzenlady wäre auf jeden Fall, dass wir überall durchschießen können. Bringt uns jetzt auf unsere Reichweite eigentlich gar nichts. Deswegen bringt uns das nichts. Es sei denn, es ist auch ein Damage-Up. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Pierce-Shots. Von daher kaufen wir das einfach mal nicht ein. Und hoffen auf ein gutes auf ein gutes Gold-Raum-Item. Tja. Auf jeden Fall sehen wir cool aus. Wir sind voll der Hipster mit der Tragetasche. Und dazu dann der Bart und die Brille dazu. Ich weiß, es ist keine Brille, aber es sieht aus wie eine Brille. Voll der Hipster, Noah. Ich mag das. Und irgendwie schießen wir nur aus einem Auge. Warum das denn? Egal. Können wir besser anvisieren. So. Ich hasse dich. Warum machst du so viele Gegner? Können wir bitte wieder normal? Danke. So. Dann können wir ihn nochmal besiegen. Hoffentlich, ja. Na, wir haben immer noch keine Bombe. Wir bräuchten ganz dringend Bomben. Das ist klar. Aber wir haben Blue... Oh ja. Oh ja. Wir haben BFF und... Nein. Und Blue... Wir haben BBF und Blue Baby's Only Friend. Das heißt, wir können jetzt die ganze Zeit mit dem angreifen. Und der macht richtig viel Schaden. Das hatten wir ja schon mal. Wissen wir, wie viel Schaden der macht. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch mit der blauen Fliege angreifen. Und das finde ich richtig, richtig nice, ist er, denn wir sterben hier gleich. Gut möglich, dass wir hier jetzt sterben. Hier sind nämlich viel zu viele Fliegen gerade. Oh, wow. Okay, wo ist meine... Wo ist mein einziger Freund? Oh, nein, das ist ja voll groß. Okay, ich muss mal kurz meinen Freund wieder runterholen. Wie sich das anhört. Egal, wo ist er denn jetzt? Da, hallo Fliege. Du musst doch bitte alles töten für mich. So. Wo sind hier noch Gegner? Da drüben. Los, Flieger, Attacke. Okay, dann haben wir schon mal Bomben. Bomben sind gut. Bomben sind super. Und wir bräuchten dringend Herzen. War hier ein Herz drin? Nein. Okay, zumindest ganz viel Geld. Noch mehr Geld. Was gab's da noch im Shop? Wahrscheinlich nichts Gutes, sonst hätte ich da irgendwas gekauft, oder? Wir haben auch nur noch eine Bombe. Ha. Huh. Nee. Das ist schlecht. Okay, holen wir uns das. Parasite, holen wir uns das. Health Up. Bringt uns allerdings nichts, wenn wir kein Health Up. Also keine Leben finden. Das ist nichts. Kaufen wir uns die Bombe. Ich weiß nicht, ob ich das kaufen soll. Ich weiß nicht, ob es ein... Ich glaube, damit kann man nur durch Gegner durchschießen. Das heißt, das bringt uns nichts. Ja gut, wir brauchen Leben. Zumindest ein halbes. War hier da hinten, okay. In dem Stachelraum. Da ist unsere Rettung. Wie es scheint. Hoffentlich ein ganzes. Nee, nur ein halbes. Hä, wo ist da ein Stachel? Was ist das denn für ein Stachelraum ohne Stachel? Egal. Stachelraum oder Stachel, ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall haben wir ein Leben. Okay, also eine Superform und wir sind tot. Mit unserem Leben müssen wir hier gerade echt aufpassen. Das einzig Gute ist, dass wir tatsächlich den Blue Baby's Only Friend haben. Das ist unsere einzige Hoffnung gerade. So ein bisschen. So. Ein paar Herzen wären schön. Kommen natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber wenigstens macht Blue Baby's Only Friend richtig den Schaden. Sehr schön. Und wir kriegen einen Range-Up. Mal gucken, wie weit können wir jetzt schießen. Oh ja. Oh ja, das wird uns auf jeden Fall behilflich sein. Und wir kriegen... Oh, geil. Geil. Warte, wir machen das so.
Wir holen uns The Mark. Ach, durch The Mark kriegt man ein blaues Herz. Na gut, dann können wir uns auch das hier noch holen. Book of Belial und... Nein! Nein! Nein, nein, warum nicht? Warum geht das nicht? Ich brauche dafür Herzen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hätte mir Abaddon kaufen können. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich hätte mir Abaddon holen können. Das hätte uns Schaden gegeben. Es hätte uns ganz viel gegeben. Es hätte uns Schaden gegeben. Es hätte uns ganz viele Herzen gegeben. Es hätte alles uns gegeben. Alles, was wir brauchten. Alles. Und was mache ich? Ich bin dumm. Nein. Nein, nein, nein. Ich dachte, ich kann alles mitnehmen. Aber ich bin so ein Vollidiot. Es tut mir leid. Wenn wir sterben, dann ist das mehr als meine Schuld. Oh Gott. Bitte gib mir doch Abaddon. Scheiße. Es hat uns einfach 7 schwarze Herzen gegeben. Und Damage und alles. Und jetzt habe ich gar nichts. Ein blaues Herz habe ich. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Okay. Egal, wir können auf jeden Fall weiter schießen und haben jetzt ein bisschen mehr Schaden. Das ist ja auch nicht schlecht. Wollen wir da ran? Ist da vielleicht ein blauer Stein irgendwo? Wir müssten jetzt mal schnell einen blauen Stein finden, damit wir wieder Leben haben. Ach Gott. Das war richtig dumm. Das war echt richtig, richtig dumm. Ärgert mich auch gerade richtig selber. Mann, Mann. Blaues Herz bringt uns nichts. Tammys Head ist gut und schön, allerdings bringt das uns wirklich nichts, wenn wir schon Book of Belial haben. Dann kriegen wir jetzt wenigstens jedes Mal einen Angel, einen Devil-Raum oder einen Angel-Raum. Jetzt haben wir sogar einen Angel-Deal angenommen. Sogar mehrere schon. Das heißt... was heißt denn das? Das heißt, oh Gott, dass der uns gleich töten wird. So. Das heißt, wir kriegen gar keinen Angel-Raum mehr. Es sei denn, wir haben ganz viel Glück. Das ist natürlich auch schlecht. Vor allem, wenn man auf Angel Deals gehen wollte, wegen dem Gottheld. Aber okay. So, bitte keine Gegner. Okay, Treubomben. Ist jetzt nicht so schlimm. Allerdings bräuchten wir ein paar Leben. Schaden haben wir jetzt genug, allerdings fehlen uns halt die Leben. So, Card Against Humanity. Ist irgendwo ein großer Raum? Nein, dann setzen wir es einfach mal hier ein. Wir greifen ja schnell genug an. Vielleicht ist ja irgendwo ein blaues Herz drin. Wow, okay, das ging schnell. Und dann gehen wir nochmal kurz hier in die Abbiegung rein. Okay, da ist zumindest der Shop, der hoffentlich ein blaues Herz beherbergt. Ja, perfekt. Was ist das Rote? Oh ja, doch, doch, kaufen wir uns. Das kaufen wir uns auf jeden Fall. Freeze Effect ist immer gut. So. Das holen wir uns auch. Die Schlüssel brauchen wir nicht. Okay, gut. Wir sehen, wo die Geheimräume sind. Wir sehen auch sonst alles. Das finde ich eigentlich recht nett. Was kriegen wir? Noch ein bisschen Geld. Ja, ja, ganz viel Geld, was wir nicht brauchen. Vielleicht irgendwo ein blauer Stein. Blaue Steine wären eigentlich ganz cool. Allerdings ist hier keiner. Okay. Und wir haben nur eine Bombe. Das ist auch nicht so ganz toll. Aber passt. Solange wir 2 Leben haben, ist alles gut. Zwar wird das jetzt höchstwahrscheinlich nichts mit dem Gott, das sei denn, wir haben irgendwie richtig viel Glück. Wo ist der Gegner da? Aber okay, wenn wir das dann wenigstens schaffen hier zu überleben und unsere Windswick nicht zu vernichten, ist trotzdem alles gut. So. Noah ist halt echt irgendwie ein ganz schön assiger Charakter. Charakter, muss man ja mal sagen. Also gehört auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingscharakteren. Er ist zwar schnell und Schnelligkeit mag ich eigentlich in den ganzen Spielen, aber... Ja, genau, aber... Ist nicht mein Charakter. Wenn man so nah rangehen muss, um Schaden zu machen... Ich meine, jetzt geht's, weil wir halt einen Range-Up gefunden haben, dank dem Lippenstift. Aber sonst, wenn man so nah rangehen muss, ist das auch nicht so ganz geil. Und keine Bomben. Hier kriegen wir auf jeden Fall ein... Cube of Meat oder ein Bandage-Ding. Cube of Meat, sehr schön. Und wenn wir jetzt den Devil Deal hier auslassen, werden wir auf jeden Fall auslassen, dann können wir doch in der nächsten Ebene sogar einen Angel Deal bekommen, oder nicht? Ich glaube schon. Okay, gut. Haben wir sogar einen ausgelassen, dann haben wir vielleicht auch noch die Chance. Ich weiß nicht, ob man insgesamt keinen Devil Deal nehmen darf für den ganzen Run, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das zählt immer nur für 2 Ebenen.
So, was können wir hier Schönes? Weiß man nicht. Speeddown. Ist jetzt nicht ganz so geil, aber ist okay. So. Wir haben zumindest ein paar Bomben bekommen. Können wir nicht rein. Ich würde ungern meine Leben lassen. So, was haben wir hier? Eine Trollbombe. Wir sind allerdings immer noch schnell genug. Noch ein bisschen Geld, was wir nicht brauchen. Okay. Ja gut, immerhin haben wir viel Schaden. Das ist ja immerhin etwas Gutes. Der Pretty Fly ist auch sehr schön. Brauchen wir noch mehr Geld? Ja, egal. Wir behalten einfach mal unser Trinket. Geld kann nie schaden. Vor allem nicht in der Savior Mod. In der Savior Mod bringt das ja sogar tatsächlich was. So. Eigentlich könnten wir auch die ganze Zeit im Hintergrund agieren und eigentlich nur unsere Fliege angreifen lassen. Wäre vielleicht sogar schlauer, um weniger Leben zu verlieren. Aber dann haben wir ja keine Action mehr und wir brauchen die Action. Hallo Shop. Und wir greifen ja so schnell an, das heißt, ist eigentlich egal, ob wir mit der Fliege angreifen oder nicht. Polyphemus. Poly-fucking-Femus. Geil. Okay. Holen wir uns das? Nein. Nee, das wäre dumm. Okay, Polyphemus. Und wir greifen sogar recht schnell an mit Polyphemus. Das finde ich gut. Dann sollten die jetzt... Wir haben Vollschaden, ja. Recht schnell sterben alle. Ja, geil. Das ist gut. Okay, Polyphemus. Und vor allem die Dinger... Unsere Tränen teilen sich nochmal auf. Das heißt, wenn wir einen Gegner treffen, dann ist die Chance hoch, dass wir auch noch weitere treffen werden. Mit auch nicht allzu wenig Schaden. Und wenn wir jetzt noch irgendwie gut Range-Ups finden, dann könnten diese Splash-Damage-Dinger sogar noch richtig weit fliegen. Das wäre richtig cool. Okay. Nehmen wir beides. Obwohl, das ist ein Space-Item, oder? Ich guck mal nach. Wir haben ja genug Bomben. Ja, okay. Dann brauchen wir das doch nicht. Wir können es natürlich für den Super-Geheimraum einsetzen, aber... ist mir egal. So. Wir haben eine richtig fette Fliege. Wir haben einen richtig fetten Regenbogen-Baby-Begleiter. Und alles voll fett hier, alles. Unsere Fliegen sind ja auch größer. Und der Cube of Meat, das ist ja witzig. Okay. The Fall. Das heißt, wir kriegen ein Devil-Deal-Item. Und wir haben richtig fette Tränen. So. Hats Baby. Was haben wir hier Schönes? Pentagramm. Aber dann hätten wir wieder nur ein Leben. Nee, wir haben genug Schaden. Wir haben genug Schaden. Und wir waschen hier ein bisschen durch, weil, wie gesagt, ich möchte eigentlich den Bosswasch machen. Haben wir jetzt zwar nicht mehr so viel Zeit für. Na, 4 Minuten. Aber. Wasche ich sogar rüber. Aber, weil wir da halt ganz viele Items bekommen könnten, wäre das schon. Gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Wenn man das mal mitnimmt. Und ich möchte auch wissen, ob das überhaupt stimmt, was der eine Typ gesagt hat. Ob man da wirklich 3 Items bekommt und nicht nur das Item, was man da am Anfang bekommt. Hilfe! Das war ganz schön knapp gerade. Na egal. So, hier will ich eigentlich gar nicht rein. Was mache ich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Au! Okay, warte, war da ein blauer Stein? Nein. Na gut, dann halt nicht. Kein Boss. Ich schaue hier trotzdem mal rein. Hat sich gelohnt, hier reinzuschauen. Was kriegen wir hier? Bombs, Aki und der Partyfly. Dritte Partyfly bringt uns leider nichts. Die stacken sich zwar, aber die machen halt nur Schaden zu... Also die Fliegen machen nur Schaden zu anderen Fliegen. Das heißt, es bringt uns eher weniger. Aber egal, wir haben 3 Fliegen. So. Eine Pille, Bad Gas, herzlichen Glückwunsch. Hey, wake up! Nein, ich bin... Oh, hoffentlich kommt er nicht rein. Ich bin nicht in den Aufnahme-Channel gegangen. Läuft bei mir. Oh Gott, jetzt kann hier jeder reinkommen. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Hey, wake up! So, was haben wir hier? Okay, goldene Truhen, dann mache ich das sogar tatsächlich. Schade, war nicht das drin, was ich vermutet hatte. Aber egal, wir machen... Ach, das sind... Wieso haben wir denen eben Schaden gemacht? So komisch. Egal. Ganz schön viele rote Herzen auf jeden Fall. Sir. Und wieso machen wir... Okay, danke. Wieso machen wir eine Blutspur... Na, warum machen wir eine Blutspur hinter uns? Hä? Was haben wir denn aufgesammelt, dass wir da auch noch eine Blutspur hinter uns machen?
das Baby. Das Head des Baby. Okay, verstanden. Habe ich gerade schon gewundert. Okay, dann haben wir jetzt so einen schönen Blut-Wasser-Mix. Schön lecker. Hau ab. Und Tierbombs. Tierbombs sind super. Tierbombs, ich mag Tierbombs. Ich glaube aber, wir haben nicht mehr allzu viele Leben. Das heißt, darauf müssten wir ein bisschen achten. Der explodiert nicht. Hä? Okay. Interessantes Item auf jeden Fall, aber ich nehme es mal an, nicht mit. Irgendwie sieht das so aus, als wenn wir keine Angel-Räume mehr bekommen. Obwohl wir jetzt schon zwei Devil-Deeds ausgelassen haben. So, da gehen wir auf jeden Fall ran. Oh, das wird so Schaden machen, wenn... Warte. Go! Oh, nein, nein, nein. Das war schlecht. Ich konnte sie nicht bewegen. Warum nicht? Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich nicht mehr viele Leben. Na, wie sieht es mit der Zeit aus? Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh, hallo Greed. Was machst du denn hier? Oh, zwei Leben. Danke. Zwei Herzcontainer. Das habe ich gebraucht. Okay, geil. Wir haben auch genug Geld. Das heißt, wir holen uns nochmal die Bogo-Bombs. Und ich glaube, mit dem Boss verschwert das nichts mehr. Dafür sind wir etwa viel zu langsam. Au. Ich habe gar nicht gesehen, dass er weg war. Läuft bei mir. So. Skorpion. Okay. Bin ich mal gespannt, wie viele Leben wir jetzt haben. Wir haben auf jeden Fall eben zwei Herzcontainer eingesammelt und haben 50 Sekunden, um bis zum Boss zu kommen. Kannst du vergessen. Okay, Bosswash wird also nix. Hier sind ganz schön viele rote Kisten. Und wir haben ganz schön viele, viele Leben. Wow, okay, cool. Ah, wir haben Saki. Nee. So, wie kommt man da jetzt ran? Gar nicht. An die roten Kisten kommt man nur ran, wenn man Bomben einsetzt oder so. Nee, okay. Dann lassen wir das. So. Eventuell ein blauer Stein hier irgendwo? Nope. Okay. Gut, dann können wir uns jetzt aber wenigstens Zeit lassen. Oh, hi. Weil wir den Bosswasser sowieso nicht mehr schaffen. Oh, wir kriegen Schlüssel. Okay, nett. Nett, nett, nett. Was kriegen wir von dir? Noch eine Bombsaki. Aha. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hä, ich hatte voll das Gefühl, dass ich mich voll beeilt hätte, aber anscheinend doch nicht. Aber ich mag unsere Tierbomben. Oh, auf jeden Fall. Gut, das sollte auf jeden Fall einiges erleichtern. Und ich muss dran denken, dass wir diesmal auf jeden Fall in die Hölle gehen. Das heißt, dass ich das negativ mitnehmen werde, weil in der Hölle ja irgendwas Nettes auf mich warten soll. Auf jeden Fall schreibt einer meiner Abonnenten die ganze Zeit, geh in die Hölle, das ist voll witzig da. Weil da anscheinend irgendwelche neuen Gegner sind. Und er drängt mich quasi dazu, dass ich da hingehen muss. Ich muss da hingehen. Und ich wollte ja auch schon eigentlich im letzten Part hin, aber da habe ich es leider vergessen. Und ich hoffe, diesmal denke ich einfach dran. So, bin ich mal gespannt, was da dann sein wird. Ich hoffe, nichts allzu schweres, aber jetzt, wo wir die Stopwatch haben, wird es wahrscheinlich sowieso nicht so schwer sein. Und ich sehe gerade, hier ist ein blauer Stein. Hätte ich das lieber von der Seite aufspringen sollen. Egal, wir haben sowieso genug Bomben für alles. Vor allem, die Bomben verdoppeln sich ja auch noch alle. Und dazu haben wir noch diesen Bombback, der uns auch die ganze Zeit Bomben gibt. Oh Mann. Also ich glaube, wir werden am Ende des Runs 99 Bomben haben. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. So. Das Bündchen. Oh, toll. Voll hells. Noch mehr Geld. Gut, also ich... Meine Prognose für diesen One ist, dass wir volles Geld haben werden und volle Bomben. Also 99 von beiden. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. So wie das gerade aussieht. So. Wie die Masken halt immer da bleiben, wenn sie irgendwie eingefroren sind oder Angst haben. Oh ja. Mulligan, super. Jetzt sind wir eine kleine Gabi. Finde ich gut. Okay, den Rest brauchen wir nicht. Na gut. Ja, cool. Mulligan, das heißt, wir produzieren jetzt auch noch Fliegen, wenn wir Gegner treffen. Und Fliegen produzieren ist super. Weil die Fliegen... Stimmt, die Fliegen machen jetzt auch richtig, richtig viel Schaden. Weil die skalieren mit unserem Schaden.
Und unser Schaden ist mega groß, wegen Polyphemus halt. Das heißt, das ist schon cool. So, ich hoffe Joker, nein. Hier noch, Sun Moon. Was kriegen wir da? Noch zwei Karten, Emperor Strengths. Gut. Nehmen wir mal die Stärkekarte mit. Boah. Okay, der war schnell tot. Ihr müsst bedenken, das ist einer der Gegner, die doch sehr viele Leben haben. Also Schaden haben wir auf jeden Fall. Noah, der Schadendealer. Und noch ein Lebensupgrade. Okay. Hi. Sollte recht schnell sterben. Vor allem mit unseren Fliegen. So. Negativ. Und nochmal hier reingucken. Nehmen wir nicht, sondern gehen einfach in die nächste Ebene. Ja. Ja. So ist das. Wir haben das negativ mitgenommen. Perfekt. Das heißt, wir müssen nur dran denken, dass wir auch in die Hölle gehen. Ich sag das jetzt ein paar Mal öfters, damit das auch in meinem Gehirn bleibt und mein Kurzzeitgedächtnis nicht einfach wieder ausschaltet und dann so denkt, ach ja, die Hölle ist ja blöd, da gehe ich lieber nicht rein. Das möchte ich vermeiden. Und deswegen muss ich mir das die ganze Zeit selber sagen. Bombis. 4 Bomben pro Ding, wenn unser Sack voller Bomben uns Bomben gibt. Auch nett. Hä? Ach so, da war eine Blutspur, okay. Sag das doch. Hallo? Danke. Ist das was Gutes? War das jetzt was Gutes? Noch mehr Geld. Ja, wenn das so weitergeht, dann haben wir sogar 99 Schlüssel noch am Ende. Einfach von allen 99. Das hätte auch was. So. Okay, außer an dem. So, wo müssen wir denn hin? Sehen wir nicht irgendwie, wo der Boss ist? Nö. Super Greed, hi. Tschüss. Boah, nehmen wir mal mit, warum nicht? Ist ein Item mehr. Und macht uns irgendwie langsamer, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Aber wahrscheinlich macht das eigentlich mal langsamer. So. Schade, ich hätte echt gern den Bosswasch gemacht. Der hat bestimmt nicht lange gedauert mit dem Equipment, das wir haben. So. Warum wird das Herz hier nicht verdoppelt? Das wäre doch auch mal cool. The Stars, The Fool, The World, The Tower. Nehmen wir mal The World mit. Für die nächste Ebene. Und hier ist kein Boss? Ist das denn... Oh, ist das denn Ernst? Wo müssen wir denn dann hin? Ich meine, da war der Supergeheimraum. Deswegen dachte ich, er wäre da, aber scheinbar nicht. Okay, da hat uns der Boss getrollt. So, okay, dann... Wird der... Wohl hier oben sein. Irgendwo. Pin. Pin hat uns wehgetan, macht uns aber nichts, denn wir haben noch genug Leben. Oh. Augen haben uns auch wehgetan, aber macht uns nichts, denn wir haben genug Leben. Wow. Hand hat uns wehgetan, aber macht uns nichts, denn wir haben noch genug Leben. So. Oh, die. Immer diese Augen. Bewegt sich das langsamer? Nee, oder? Das Auge ist gleich schnell geblieben. Interessant. Hier kann der Boss gar nicht sein, aber ich schaue aber trotzdem. Was hatten wir da? Ein paar Fliegis. Okay. Fliegis sind immer gut. Sogar die Kette ist größer geworden durch BFF. Okay, das ist ja cool. Zwei blaue Herzen. Die kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank. So, das machen die Fliegen für uns. Und ab zum Boss. Der Tod. Das heißt, wir kriegen unseren zweiten Cube of Meat. Ja. Und einen Engel. Hi. Stimmt, das hat mir auch geschrieben. Ich habe mich ja neulich gewundert, warum ich erstmal in diesem Engelsraum war
weil da ein Engel drin war. Und dann in den Teufelsraum gekommen bin, in derselben Ebene. Aber das war einfach so wie hier jetzt, dass es ein Devil-Raum gewesen ist, aber hier so ein schwarzer Engel drin gewesen ist. Das hatte ich halt nicht erwartet, weil... weil ich die Mod ja noch nicht kannte. Beim normalen Isaac geht das ja nicht, dass im Devil-Raum ein Engel ist. Aber hier scheinbar schon. Und ihr wusstet das mal wieder und ich nicht. So. Ja, ja. Hättest du gedacht, ne? Dass du mich nochmal triffst hier. So, wir haben genug Geld. Kannst all unser Geld haben. Wir sind heute mal großzügig. Komm schon. Gib uns was Schönes. Gib uns was Schönes. Ja. Jetzt mach. Gib uns was, bitte. Oh, er sprengt sich lieber selbst in die Luft. Okay. Dann halt nicht. Da haben wir ihn vor Nettigkeit getötet. Er konnte es nicht fassen, wie viel Geld wir ihm geben und deswegen musste er sich umbringen. Er konnte mit dem ganzen Geld nicht umgehen. Grausame Welt. So, hi, Telepille. Wir können einen Raum auslassen, das machen wir mal. Warte, da war noch eine Pille. Die hätte ich gern. Was auch immer das für eine Pille war. Bad Gas. Yay. Okay. Hallo, das sollte recht schnell sterben. Okay. So, wir gehen einmal hier rein. Hier gibt es nämlich auch irgendwelche Items. Ja, noch mehr Damage. Warum nicht? Jetzt verlieren wir gleich deswegen, weil wir keine Leben mehr haben, aber... Gabby's Paw, Gabby's Paw. Ja, Gabby's Paw ist natürlich auch ganz cool. Wird mir aber zu viele Leben kosten. So, mehr gibt's hier nicht, oder was? Ist ja öde. Naja, egal. Wir gehen auf jeden Fall in den Dark Room, wenn wir es schaffen. Wenn uns nicht der Teufel wieder tötet, weil der Teufel ist ja irgendwie... ziemlich assig in dieser Mod. Wegen der Raumstruktur einfach nur. Der Teufel ist derselbe geblieben, aber die Raumstruktur ist anders und dadurch ist das alles schwerer. Allgemein macht die Mod ist gar nicht so viel anders wie das normale Isaac, außer dass ein paar Raumstrukturen einfach nur anders sind. Und dadurch halt einige Räume ein bisschen sehr assig sind. Aber sonst geht das eigentlich. Unsere fünfte Pretty Fly. Yay. Ne, vierte. Ne, doch, vierte. Unsere vierte Pretty Fly. So, wir haben genug Schlüssel. Kannst du alle haben. Und er sprengt sich auch selbst in die Luft. Was ist denn heute los mit den ganzen Bettlern? Wieso sprengen die sich alle selbst in die Luft? Wollen alle nicht mehr leben. Wollen mein Geld nicht haben. Fanden ihr Leben besser, als sie noch obdachlos waren. Und nicht so viel Geld hatten. Ach ja. Wir haben ihr Leben zerstört dadurch. Mann, sind wir grausam. So. Leben zerstört durch Geld. Die 2, was macht denn die gute 2? Kann mir das mal jemand sagen? Die 2 macht Rerolls All Pickups in the Room. Aha, okay, cool. Rerolls All Pickups. Dann können wir hier erstmal Sachen öffnen. Was ist da drin? Weiß man noch nicht. Ein weißes Herz. Will ich gar nicht so unbedingt mitnehmen. Ich will das alles nicht. Das heißt, wir rerollen das einfach alles mal. Und kriegen zumindest ein paar Karten. Und Gegner. Geld. Hm. Oh Mann, hätten wir jetzt den D6 oder so? Ne, den D20, dann wäre das hier richtig geil. Ah, okay, da wurde ich schon wieder angeschrieben. Irgendjemand will was von mir in Teamspeak. Ich kann aber gerade nicht. Ja. Ich hoffe, ich habe wenigstens mein Mikro. Warte mal. Okay. Mein Mikrofon ist wenigstens gemutet. So. Warum nehme ich jetzt eigentlich die... Was ist das? Was war das?
Läuft bei dem Feuer auf jeden Fall. Okay, in der Hölle einfach mal ein Bettchen. Ist auch nicht schlecht. War hier nicht noch eine bessere Pille? The Sun, ja. Nehmen wir die mit. The Sun ist auf jeden Fall besser als eine Lovers-Pille, wenn, eine Lovers-Karte. Wenn wir nicht einmal Leben haben. So. Ah, kann er mal aufhören, mich anzuschreiben? Ich bin lieber angeschrieben. Huch. Okay. Mini-Raum einfach. Einfach so ein richtig kleiner Raum. Für den Satan. Das kann ja was werden. Na, wenigstens ist er verlangsamt und wir scheinen richtig viel Schaden zu machen. Da können wir ein paar Bomben hier hinsetzen. So. Sehr schön. Gut, wir gehen das erste Mal in den Dark Room. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, wo kommt denn die Musik her? Leute! Die Musik ist richtig schön! Sorry, dass ich nichts mehr sage, aber die Musik ist ja richtig geil. What the fuck ist los mit der Musik? Boah, da kriegt man ja voll die Gänsehaut. Ich liebe das. Boah. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass die Musik da so geil ist. Die könnte ich mir stundenlang anhören. Boah, die lade ich mir gleich erstmal runter. Wow. Okay. Nett. Also, boah, wenn die Musik hier so geil ist, dann glaube ich, gehe ich die ganze Zeit jetzt nur noch in den Darkroom. Da wird man ja dann richtig belohnt, den schwereren Weg zu gehen. Die Gegner ruinieren hier die ganze Atmosphäre, Mann. Finde ich nicht, nicht in Ordnung von denen. Oh. Hä, ich bin gerade fassungs... Yo! Genau! Ist die einfachste Lamp als normaler Gegner! Ist klar! Hi, The Lamp! Wie geht's denn so? Alles gut bei dir? Gut, dass er verlangsamt ist, sonst wäre das hier wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Oh, yo! Besiege ich halt erst deinen Körper? Wow, 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 nee! Komm, geh weg! Ein Schild! Ein Schild! Ja, Schild ist eigentlich ganz cool. Nehmen wir mal mit. Oh, ich liebe die Musik hier. Ich will gar nicht weiterreden. Wenn die Musik hier so geil ist, Mann. Ich liebe sowas. Einfach so ein bisschen chillig. Oh, wir sind sogar Duke of Lies. Haben wir scheinbar drei Fliegen-Items gefunden. Was denn? Wir haben... Ah ja, Mulligan, diese beiden Fliegen und hier die blaue Fliege. Deswegen. Oh, Mann. Wie kann das denn so schön sein, die Musik hier? Unfassbar. 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 Na gut. Oh nein, was hat mich getroffen? Keine Ahnung, egal. Full Health. Jetzt haben wir zwei Health-Pillen hier. Okay, dann muss ich die leider mitnehmen. Ach, das Ding, okay. Ja. Zweimal getroffen worden von einem diesen komischen Ding, ja. So, wir hatten hier auf jeden Fall. Noch eine Health-Up. Ich bin voll fasziniert. Ich bin richtig fasziniert. Von dieser blöden Musik. Was ist los? Wer hat die gemacht? Ich will das jetzt haben.
Jo! Sind wir hier bei 300 oder wie? Stell dich mal vor, die werden jetzt normal schnell. Das wäre doch richtig assig. Na gut. Sind sie ja zum Glück nicht. Au. Wie, was? Nee, oder? Ach, hier ist ein Gegner irgendwo drin? Hä? Kommen wir jetzt hier nicht mehr raus? Müssen wir da runtergehen? Müssen wir die Ebene nochmal neu machen? Ich meine, da oben ist eine Bossanzeige, aber hier kommt kein Boss. Wir müssen da reingehen. Wir kommen nicht anders raus. Jetzt müssen wir echt die Ebene nochmal wiederholen? Echt? Okay. Warum nicht? Was haben wir hier jetzt? Gifttränen. Gifttränen sind natürlich schön. Das Rasiermesser. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde die Musik richtig geil. Ich möchte einfach nur dazuhören. Und ich habe das Gefühl, ich mache die Musik jetzt voll kaputt, wenn ich hier rede. Schreibt mir mal, wie ihr die Musik findet. Ob ihr die genauso geil findet oder ob das nur gerade an mir liegt. Aber ich finde die gerade richtig, richtig nice. Oh Gott. Okay. Jetzt kriegen wir es mal wieder ein und spielen hier weiter. So. Oh. Den nehme ich gerne. Noch ein Damage ab. Wir sollten jetzt schon so viel Damage haben, dass das nicht mehr normal sein sollte. So. Stimmt, das war auch ein Lebensupgrade. Ich habe mich gerade gewundert, wo wir das eine Leben her haben. Ah, jetzt müssen wir die echt alle nochmal machen. Ich frage mich, ob wenn wir jetzt wieder nach rechts gehen, ob da wieder diese Falltür ist und wir dann die Ebene nochmal machen müssen. Quasi, dass man die unendlich aufmachen kann. Oh. Und er kann schon wieder fliegen. Ich hatte den Gegner noch nie, als ich nicht fliegen konnte. Noch nie. Verstehe das auch nicht. Okay. Da hat unser Geist einfach den anderen Geist besiegt. Was ist das denn? Never mit. Gemini, stimmt. Okay, da links ist der Boss auch nicht. Wo ist denn jetzt der Boss? Ich weiß es nicht. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Leben. Hm. Da ist der Boss. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was da jetzt auf uns wartet. Mutti. Mutti und Muttis Herz, okay. Und The Lamp. Yo, ist klar. Okay, wir setzen einfach mal unseren Schild ein. Jetzt kann uns eigentlich gar nichts mehr passieren. Wir stellen uns auch einfach mal an die Gegner ran. So. Ja gut, das war ja jetzt einfach. Und hier kriegt man einfach noch beide Schlüssel. Okay, cool. Das ist ja recht nett. Oh, mit dem Schild war das jetzt wahrscheinlich viel zu einfach. Oh, dann haben wir eine Forget Me Now. Wir können die Ebene nochmal machen. Aber dann haben wir kein Schild mehr. Lieber nicht. Nee, okay, wir haben es geschafft. Oh, wie geil war die Musik denn da, bitte? Das geht nicht. Wie kann die Musik da so geil sein? Oh. Okay, egal. Wir haben es mit Noah geschafft. Noah, der gute alte Noah. Ist da einfach Mutters Fuß, Mutters Herz und The Lamp in einem Raum. Was? Jetzt hatten wir davon leider nichts. Aber ich fand die Musik in The Dark Room einfach nur oberhammergeil. Das hat mich jetzt schon ein bisschen geflasht. Da will ich jetzt nochmal hin. Als wenn man in so einer kleinen Traumwelt ist, war die Musik. Ich fand die sehr schön. Ja gut, dann haben wir den Darkroom auch mal geschafft. Morgen dann wieder Wizards Lizard, übermorgen wieder eine Challenge, nämlich die dritte. Welche ist denn das eigentlich? Die The Smiliest Nun. Wahrscheinlich haben wir da dann die Robe da auf und diese weiße Spritze, die uns lächeln lässt.
Dann sind wir eine glückliche Nonne. Genau, und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und tschüss.